schön lieb, Lennox, ne? Ganz lieb sein. So, was ist das denn bitte? Unser Kinder-Hunde-Kaninchen-Haushalt fühlt sich nach Lennox' Einzug eigentlich komplett an. Aber nun ist eine kleine Katze zu uns gestoßen. Am Ende des Videos gibt es noch eine wahnsinnige Vermutung. Bleibt also unbedingt dabei. Die Kleine kam Anfang Mai in einer Scheune zur Welt zusammen mit zwei weiteren Kätzchen. Auf dem Hof lebten viele Katzen, nicht alle gehörten dorthin, einige haben sich im Laufe der Zeit dort angefunden, lassen sich auch nicht anfassen, werden mal gefüttert und sind vom Status her aber eher freilaufende Katzen und nie im Haus. In der riesigen Scheune auf dem Heuboden kam also die kleine Suri zur Welt. Die Kätzchen hatten sich mit der Nabelschnur in einem Heuballenstrick verheddert. Das wurde glücklicherweise bemerkt und die Kätzchen befreit. Zwei Wochen lang schaute ab und zu jemand nach ihnen und wischte ihnen die verklebten Augen aus. Meinem Mann wurden die Kleinen am 8. Mai gezeigt. Dabei entstand auch ein Foto. Ende Mai waren wir als Familie vor Ort und schauten uns Tierkinder auf dem Hof an, darunter auch die Kätzchen, die immer noch verklebte Augen hatten und nicht sonderlich schmusig wirkten. Da meine Oma eine sehr engagierte Katzenfreundin beim Tierschutzbund war und sich immer um freilaufende Katzen kümmerte und wir auch selbst immer Katzen hatten, war ich mir sicher, dass diese kleinen Fellnasen ohne menschliche Zuwendung nicht die geeigneten Couchmusetiger werden würden. An einem Freitag im Juli, die Kleinen waren inzwischen mindestens 11 Wochen alt, erreichte mich folgendes Video. So, Futter. Darunter die Botschaft, hä? Die bringe ich mit. Hey! Hey! Ja, Mareike, das ist die Katze, wo du sagtest, mein Gott, die werden zeitlebens scheu sein, ne? Ja! Na, guck mal! Die Mutterkatze und die beiden Geschwister waren verschwunden und die Kleine war nicht in der Lage, vom Heuboden zu klettern. Sie miauzte dort sehr laut und so war es dem Hofbesitzer aufgefallen. Er war darauf aufmerksam geworden, dass die Kleine dort verlassen worden sein musste. Diese Tatsache, das besondere Aussehen der Kleinen und ihr offenes und freundliches Verhalten rührten meinen Mann und unseren Sohn. Beide sind eigentlich keine Katzenfreunde, anscheinend so sehr, dass sie beschlossen, sie mitzunehmen. Mama, behalten wir die? Die Kinder allerdings holten alle Katzenbücher der Oma heraus und studierten schnell die wichtigsten Informationen. Wir haben genug Tiere und ich habe genug zu tun. Aber auf der anderen Seite war die Geschichte und das Aussehen schon sehr speziell und mir fiel ein, dass weiße Katzen oft sehr besondere Katzen sein können, aber dazu später mehr. Ich rief beim Tierarzt an, denn eine Entwurmung wollte ich sofort beginnen. Ebenso sah ich in dem Video die Ohren, die einen Milbenbefall nicht ausschlossen. So kamen die Männer um 17.30 Uhr hier an und um 18 Uhr waren wir beim Tierarzt. Anschließend zu Hause angekommen, durfte sich Suri erst einmal in Ruhe umsehen und das Bad beziehen, welches ihren Rückzugsort darstellen sollte. Im Wohnzimmer sah sie sich auch schon um, schlief dann aber die Nacht durch im Bad und suchte sich dafür ein ganz besonderes Versteck aus. Jetzt könnt ihr dabei zusehen, wie sich Peppi der kleinen Suri näherte. Ganz fein, Peppi. Ja, Peppi, was machst denn du mit der, ne? Die ist ganz fein, ja.
Man kann hier gut sehen, dass, obwohl beide positiv gestimmt sind, Kommunikationsprobleme auftauchten. Pippis Spielaufforderungen waren dann auch doch zu viel. Lennox, tscht. Pippi. Milan war immer noch enorm aufgeregt und fiebte sehr viel, lief umher und musste immer mal wieder in seine Box geschickt werden, damit ihm die Verantwortung für diese Situation abgenommen wurde. Wenn Suri einen Sprung machte, sagte er sofort Bescheid. Hat er sich nach da hinten mit seinem Kissen gelegt, beobachtet mich und jault. Lennox ließen wir 2 Tage lang nur aus der Box zuschauen, was das Katzentier so anstellte, wie wild sie spielte und verhinderten so, dass er sich ihr zu schnell näherte. Er fand es unheimlich spannend und am liebsten wäre er auf sie zugesprungen. Lennox konnte dabei zusehen, wie Pippi und Milan sie akzeptierten, ignorierten oder auch mit ihr kommunizierten. Dann ließen wir die beiden Kontakt aufnehmen, als Lennox sowieso schon kaputt gespielt war. Ganz fein. Sie hat miauzt. Wollte er dir sagen. Nala hingegen sieht in Suri eher ein Jagdobjekt. So ist es jedenfalls im Moment. Sie muss noch einige Zeit durch die Scheibe dabei zusehen, was Suri für eine ist und wie die anderen Rudelmitglieder mit ihr umgehen. Auf keinen Fall würde ich die beiden im Moment zusammenlassen. In den folgenden Tagen nahm Suri gut zu, von 780 Gramm auf 1 Kilo. Sie hatte jedoch starke Verdauungsprobleme, kein Wunder, denn von heute auf morgen gab es richtiges Futter. Suri eroberte Stück für Stück die Wohnung und alle Herzen. Eine Sache ging mir nicht aus dem Kopf. Suri war enorm entspannt Geräuschen gegenüber. Kinder schreien, Hunde bellen, Musik, Staubsauger, Haushaltsgeräusche, all das kannte sie doch gar nicht. Ich habe einige Zeit mit gehörlosen Menschen gearbeitet, kenne taube Menschen und kann etwas Gebärdensprache. Die ganze Materie ist mir also nicht fremd. Ich wusste auch, dass es einige weiße Tiere, Katzen, aber zum Beispiel auch Hunde, Boxer, gibt, die, wenn sie weiß sind, taub sein können. Wenn sie rein weiß sind und besonders, wenn eine Katze noch blaue Augen hat, ist die Wahrscheinlichkeit noch viel höher. Ich machte einige Tests, die darin endeten, dass ich laut klatschte und dann sogar einen Luftballon quietschen ließ.
Also nun stellt sich die Frage, ist Suri taub? Und wenn ja, was bedeutet das für sie und für uns? Ich möchte das unbedingt genau wissen und vereinbarte darum einen Termin für eine Audiometrie. Wenn ihr wissen wollt, ob Suri wirklich taub ist oder vielleicht doch wenigstens etwas hören kann, seid bei meinem nächsten Video dabei und abonniert den Kanal. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!